So, dieses Kerzenglas, das war einfach mal, ich weiß gar nicht, wie Marmeladenglas oder Gurkenglas. Da hatte ich mal Kerzenreste drin geschmolzen. Ich glaube, es war sogar so eine ummantelte rote Kerze. Wenn man das dann halt schmilzt, dann wird es rosa. Wisst, ich mag gerne rosa. Ja, und die habe ich gerade eben unten entdeckt und dachte, naja, das Glas ist nicht schön. Aber eigentlich ist es so schade, dass die Kerze jetzt einfach da unten rumdümpelt. Ich sie natürlich so, weil sie dekorativ ist, so nicht auf den Tisch stelle. Ich habe ja irgendwie das Rosa soll schon sichtbar sein. Das heißt einfach jetzt umkleben und man würde das Rosa gar nicht merken. Würde ich jetzt auch nicht schön finden. Und dann habe ich hier noch dieses Einpackpapier, wo einfach heute mit einem Paket mitkam. Also eigentlich, was ich schon mal wegwerfen würde. Und dachte, damit muss man doch eigentlich was kombinieren können. Dann habe ich hier doppelseitiges Klebeband. Ihr könntet natürlich auch Heißklebe nehmen. Ich wollte jetzt einfach nur das hier nehmen. Hab dann auch noch gerade ein rosa Herzchen auch noch gefunden. Hab noch ein passendes kleines Organza-Band, bisschen kontrastreicher, also statt jetzt einfach weiß zu nehmen. Ja, und dann geht es auch schon los. Das heißt, ich klebe jetzt erstmal hier unten. Weil das ja alles, dass ich. Man könnte es natürlich mit dem Entferner so für Klebeetiketten, könnte man das alles wegmachen. Aber auch so wäre es jetzt nicht, ja, wäre trotzdem nichts Besonderes. Und ich dachte, nö, ich kombiniere das jetzt einfach mal anders. Das heißt, ich mache erstmal oben ein doppelseitiges Klebeband hin. Und dann machen wir dasselbe noch weiter unten, weil ich möchte ja so unten, dass abgedeckt ist. Also mache ich auch hier. So, und dann nehme ich dieses, so wie so ein Einpack-Seitenpapier gibt es manchmal so bei Schuhen. Aber vielleicht habt ihr ja sowas, ansonsten nehmt ihr normales Seidenpapier, könnt ihr ja auch nehmen. Oder auch, wenn ihr weißes Backpapier, würde genauso gehen. Das heißt, und das klebe ich jetzt hier bewusst. Also ich schlage jetzt nur die obere Kante ein, weil ich möchte jetzt nicht diese dünne Sache haben. Und dann wird das, ja, so extra unregelmäßig kommt das so drumherum. Jetzt schneide ich es hier ab und jetzt werde ich es hier so ein bisschen überlappend übereinander kleben. Ein bisschen Fuddelarbeit wegen dem, weil es dünnes Papier ist, wenn man das so übereinander klebt. So, jetzt ist es ineinander. Da kann man nochmal, wenn so ein bisschen, wie mir jetzt gerade passiert ist, so ein bisschen einreißt, gar nicht schlimm. Das kann man auch unsichtbar macht man, machen wir dasselbe auch nochmal und kleben das da einfach nochmal unten drunter fest. Nun fällt es gar nicht mehr auf. Das ist ein bisschen zusammengeknautscht. Dann hat man schon mal unten eine ganz nette Banderole. Der Oberbereich hier, wo ihr seht, da ist gut von außen her nicht jetzt. Den Wachs, den kann ich entfernen, aber sobald ich die Kerze anmache, wird das, was hier oben ist, automatisch reinschmelzen und es verschwindet dann in. Also geht dann sozusagen in die ganz normale Kerzenmasse. Das heißt, da brauche ich jetzt gar nicht rumzukratzen und vielleicht jetzt noch die, ja, den Wachs sozusagen so zu beschädigen, wenn ich da jetzt rumkratze mit irgendetwas. Ich überlege, ob ich oben das Herz dran mache. Nee, genau, es reicht sogar von der Größe her, dass ich es unten machen kann. Finde ich noch schöner und dann ist es direkt auf dem Weißen. Jetzt mache ich jetzt erstmal einen Doppelknoten, damit das Band da hält. Ja, und jetzt kommt einfach nur noch dieses Herzchen hin.
Und da gibt es ja ganz viele, je nachdem, was ihr einfach zu Hause habt an Motiven. Und je nachdem, was für eine Kerzenfarbe. Jetzt sieht natürlich auch alles aus, wenn ihr alles in Weiß habt. Das heißt, von Kerzenwachs bis Anhänger geht das natürlich auch alles. Und so habe ich das Rosa der Kerze ein bisschen aufgegriffen. Und sie dümpelt nicht mehr im Keller rum, sondern darf heute schon direkt brennen. Ich glaube, sie ist bestimmt, also mindestens ein Jahr ist sie unten und immer wieder. Und heute dachte ich, heute ist der Tag. Was ich mit diesem Mini-Projekt einfach euch zeigen will, wenn ihr was habt, wo ihr denkt, naja, komm, wegwerfen ist zu schade, eigentlich schon. Mit einfachen Materialien könnt ihr das einfach zusammen, ja, könnt ihr einfach was Nettes draus machen, wie in diesem Falle. Ich hoffe, es regt euch an und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss! Und es ist auch jetzt wirklich schön, dass die Kerze endlich wieder leuchten darf.